Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch zeigen, wie man craftet in Last Epoch, was die ganzen Mats sind, wofür man die braucht, was man gut craften kann, also spezielle Crafts, in dem Sinne, wie man die Items am besten minmaxt. Natürlich bin ich selber noch neu, ja. Ich werde euch natürlich nur die Sachen sagen, die ich weiß. Ich weiß aber schon generell sehr viel. Ich habe ja auch in anderen Games immer Craft-Videos gemacht und so. Das Craft-System für mich sieht sehr simpel aus. Es gibt ein paar Tipps und Tricks, die ich auch durch meinen Chat erfahren habe. Darüber reden wir alles. Es kann sein, dass später auf jeden Fall nochmal so ein advancederer Craft-Guide kommt für wirklich ganz crazy Items craften, für die absoluten Endgame-Items. Das werdet ihr heute hier nicht sehen, aber generell werde ich euch zeigen, wie ihr craftet, was ihr craftet und so weiter und so fort. Ich habe das auch als erstes Video genommen, weil ich denke mal, craften kann wirklich jeder gebrauchen. Ihr könnt wirklich schon im Early-Game craften und natürlich auch im Endgame wird so euer bestes Gear gemacht. So, dann fangen wir gleich mal an. Und zwar zum Craften braucht ihr erstmal natürlich Mats. Und diese Mats gibt es in dem Game drei verschiedene Sachen. Es gibt Glyphen, ja, verschiedene Glyphen, die verschiedene Sachen machen. Es gibt die FX Shards. Und dann gibt es noch Runen, davon habe ich hier jetzt gerade keine im Inventory, aber die zeige ich euch gleich. Die Sache ist, wenn ihr das Spiel startet, werden euch FX Shards die ganze Zeit droppen, viele verschiedene. Glyphen auch, Runen genauso. Wenn die in eurem Inventar sind, habt ihr hier eure ganzen Materialien in diesem Crafting Material Ding hier drin. Da könnt ihr alles sehen. Und wenn ihr die lootet, könnt ihr hier auf Transfer Crafting Items gehen und dann sind die alle automatisch darin. Das ist erstmal wichtig, damit ihr wieder Inventory Platz habt, damit ihr sie nicht aus Versehen beim Händler verkauft oder so und dass ihr einfach sehr, sehr viele davon haben könnt. So. Das wäre erstmal der Anfang. Und dann zum Craften. Ihr könnt natürlich an eine Working Bench hier gehen, hier unten. Ihr könnt aber auch einfach F drücken. Sorry. Von daher sind diese Working Benches ziemlich nutzlos. Ihr habt am Anfang eine Quest, wo sie euch sagen, geht zu einer Working Bench. Ihr könnt aber jederzeit überall, wo ihr seid, F drücken. Und ihr könnt genau dasselbe Menü öffnen. So, zu den FX Shards ist ganz simpel. Wir haben zum Beispiel eine Brust, da können wir Heal drauf, Health drauf machen, Armor etc. Es gibt Stats, die können nicht auf Brüste gehen. Ich weiß jetzt kein konkretes Beispiel, aber sagen wir einfach mal, wir hätten jetzt einen Cast Speed Chart und das geht nicht auf eine Brustrüstung. Dann könnt ihr die natürlich hier nicht drauf machen. Wenn wir das hier jetzt reinziehen, können wir hier sehen, wir haben zwei Prefixe, zwei Suffixe. Health, Resis und sowas sind immer Suffixe. Das hier ist für einen Skill. Wir können hier auch drauf drücken, können wir hier Prefix auswählen. So Sachen wie Mana, Dexterity etc. sind in dem Game Prefixe. Die könnten wir hier drauf tun. Wir gehen hier jetzt noch nicht so ins Detail. Ich wollte euch erstmal zeigen, was die verschiedenen Sachen sind. Wie gesagt, ihr habt Suffixe, ihr habt Prefixe. Auf ein Item gehen immer zwei Prefixe und zwei Suffixe. Außer ihr craftet über bestimmte Sachen mehr Stats drauf. Das zeige ich euch jetzt. Aber generell, Items werdet ihr nie über 4 Stats finden. So, zuerst einmal, wenn wir jetzt ein Item hier craften und wir würden sagen, okay, wir wollen hier jetzt Intelligenz drauf haben, dann wählen wir das hier aus, dann sehen wir das hier unten. Oh, was ihr zuerst wissen müsst, ist, Items haben Forging Potential und in diesem Fall haben wir 20. Das steht quasi hier oben einmal. Und auch auf dem Item selber steht es drauf, ganz oben, haben wir ja 157 Armor, 44 Gold und 20 Forging Potential. Jedes Mal, wenn wir craften, geht dieses Forging Potential runter. Wenn es 0 ist, können wir nicht mehr drauf craften. Und hier unten seht ihr, wie viel es verbraucht. Das heißt, hier in dem Beispiel kostet es zwischen 1 und 18 Forging Potential. Ja, wenn wir jetzt was anderes machen, haben wir hier auch 1 bis 18 immer. Wie gesagt, dann könnt ihr hier unten immer gucken. Und hier haben wir verschiedene Runen, um dieses Crafting zu unterstützen. Das sind Glyphen. Tut mir leid. Und das hier sind Runen. Fangen wir erstmal an mit den Glyphen, was das alles macht. Die erste Glyphe ist ganz simpel. Und zwar gibt sie uns eine 25%ige Chance, dass wir kein Forging Potential verbrauchen. Das heißt, wir craften in dem Beispiel mal wieder Intelligenz drauf. Ja, wenn wir das jetzt raufcraften, haben wir
in jedem vierten Try so gesehen, die Chance, dass wir kein Forging Potential verbrauchen. Das heißt, wir können einfach mehr auf dieser Chest craften durch diese Glyphen. Die ist wirklich ganz simpel. Und dann haben wir hier die nächste. Die macht randomly changes the upgraded affix to a different one. In diesem Fall sagen wir mal, wir würden jetzt Health. Auf Rare Items geht das immer nur bis T5, by the way. Also es fängt T1 an, das ist der niedrigste Roll, und dann bis T5, und das können wir hier nach und nach upgraden. Das heißt, wir haben hier jetzt Tier 3. Würden wir das jetzt normal upgraden, ohne diese Glyphe, dann würden wir danach T4 Health bekommen. Also mehr Heal, wie, also mehr Health hier auf der Chest. Jetzt momentan ist 9%, danach wäre es 10, 11 oder so. Wenn man Alt drückt, kann man auch. Ah ne, nicht Alt. Alt-Control, sorry. Kann man sehen, okay, Tier 3 Roll von Increase Health ist 9 bis 10%, danach ist es 11 bis 12% und so weiter und so fort. Ja, dann kann man sehen, von wie viel man rollen kann. Auf jeden Fall würden wir jetzt die Health upgraden, würden wir ja normalerweise T4 Health bekommen. Mit dieser Schriftrolle bekommen wir irgendeinen der anderen Suffixe, die auf einer Brust möglich sind, drauf. Das heißt, wir bekommen danach T4 Lightning Resi zum Beispiel. Ja, einfach nur ein Beispiel. Das ist aber komplett random. Das kann alles werden. Und das ist diese Rolle. Geht natürlich auch auf Prefixe, wenn wir das jetzt den Level of Reaper upgraden würden, bekommen wir vielleicht Level of Wraith, was einfach andere Minions sind für meinen Necromancer. Dann haben wir die Glyph of Order. Die macht modifies the outcome of a, ja, das steht hier immer da. Prevents the roll of an affix within its range changing when it's upgraded. Das heißt quasi, wenn wir jetzt Health upgraden würden, in dem Fall, wir haben hier 9%, dafür ist dieses Control Alt wichtig. Hätten wir jetzt 10%, ja, was ja quasi der Max-Roll wäre in der Tierstufe, und wir craften mit dieser Glyph of Order, haben wir danach auch den Max-Roll in T4, also ein Tier höher. Das heißt, wenn T4 zwischen 11 und 12% rollen würde, dann haben wir dann immer 12%, wenn wir diese Glyphe benutzen. Das heißt, wenn ihr gut gerollte Stats habt, die ihr auch wirklich Min-Max draufcraften wollt, dafür sind diese Glyphen da. Und dann haben wir diese Glyphe hier noch. Die macht es, dass ihr ein Stat zielen könnt. Zielen bedeutet einfach, ihr bekommt einen fünften Stat. Ja? Würden wir jetzt hier Health zielen und das würde klappen, dann würden wir den hier unten oder so als fünften Stat haben. Wir hätten hier wieder einen Slot frei, können einen anderen Suffix drauf machen, immer noch einen anderen Prefix, und dann hätten wir fünf Stats. Je niedriger der Affix ist, den wir zielen wollen, desto höher die Chance, dass es klappt. Es kann auch fehlschlagen. In dem Fall würden wir Health einfach upgraden. Das heißt, anstatt Tier 3 Health hier unten, hätten wir danach Tier 4 Health. So. Das sind all die Glyphen. Die Glyphen sind halt mehr so zum Supporten der Affix Rolls. Und dann gibt es hier noch Runen. Und zwar funktionieren die anders. Dafür nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Machen wir die erste Rune hier rein. Und die ist quasi, wir zerstören das Item und kriegen von diesen Sachen hier Shards. Ja? Das heißt, wir haben eine Chance, Assemble of Elimination Shards zu bekommen zum Craften. Chance to apply Frailty on Hit und Physical Resistance. Hiervon könnt ihr sehen, habe ich zum Beispiel 6 Shards. Hier haben wir 25. Hiervon habe ich keine. Assemble of Elimination ist eins der Endgame-Builds, die man spielen kann. Deswegen davon Shards haben und auf Rüstungen zu craften, die wir actually haben wollen, wäre schon gut, das zu bekommen. Hier ist es eine random Chance. Mit dieser Glyphe. Ups. Hier ist es quasi rerolls the value on all affixes. Das ist wieder dieses Control Alt. Das heißt, Physical Resistance kann zwischen 22 und 29% rollen, zum Beispiel. Ja, wenn wir das hier jetzt machen, dann kriegt es irgendeine der Nummern. Das kann wieder runtergehen, das kann auch wieder auf 22% gehen, es kann auch auf 29% gehen und irgendwas dazwischen. Das ist random. Aber zum Mod runternehmen, in dem Fall würde ich diese Rune benutzen. Und zwar remove a random affix on an item returning a number of shards equal to its tier. Das heißt,
was wir jetzt hier machen, das wir können markieren. Was wir jetzt hier machen, wir haben ja hier Forging Potential und das kann zwischen 1 und 25 Forging Potential kosten. Dass es jetzt 25 kostet, ist sehr selten. Und wir können jetzt hier irgendeinen der Stats runternehmen, ja. Und davon bekommen wir auch die Shards. Die anderen sind auch drauf. Wir machen das jetzt einmal. Jetzt haben wir hier Resistenzen runtergenommen, ja. Jetzt haben wir nur noch 8 Forging Potential. Wenn wir das hier jetzt nochmal machen, könnte es sein, dass wir auf 0 Forging Potential kommen und es ziemlich risky ist und wir haben so eine 50-50-prozentige Chance, dass wir halt Assemble of Abomination kriegen. Könnte man machen, 50-50 ist sehr gut. Man könnte auch wieder auf die gelbe gehen und sagen, okay, gefühlt random halt eins von den beiden. Ist ungefähr die gleiche Chance, so gesehen. Es ist aber generell, die Rune ist häufiger als die andere, dann nehme ich lieber die. Zerstören wir das. Und wir haben Abomination Shards bekommen. GG für uns. Wie gesagt, das war jetzt eine 50-prozentige Chance. Hätten wir jetzt mehr Forging Potential gehabt, hätten wir weiter mit der roten craften können. Es hätte wieder ein Stat runtergenommen. Danach wäre ja nur noch ein Stat. Und hätten wir da noch Forging Potential, dann hätten wir auch den letzten Stat safe runternehmen können. Deswegen ist die besser, um halt eine höhere Chance zu haben, dass wir den Stat runternehmen, den wir wollen. Und in dem Sinne halt die Shards bekommen. Dann gibt es hier noch diese Rune. Does not cost Forging Potential, but cannot be applied to items with zero Forging Potential. Adds random Tier 1 Affixes to all empty Affixes Slots on an item, has an increased chance of rolling rarer Affixes. Das heißt, wenn wir jetzt ein Item haben, wie das hier hat jetzt ein, hier ist quasi nichts drin. Ja, wenn wir das machen, gibt es irgendein random Stat dazu. Das ist quasi, das kostet auch nichts. Ja, wir verlieren hier kein Forging Potential. Wenn wir das jetzt machen, kriegen wir irgendein random Stat dazu. Der ist halt hier 1. Wir haben die Chance, Rare Stats zu bekommen. Das wäre sowas wie zum Beispiel Summon Wraith, also unser Main Skill auf einer Brust und so. Kann sehr nützlich sein. Ja. Für Items, die gute Forging Potential haben, wo wir sagen, okay, wir wollen ein bisschen gamblen und gucken, dass wir da einen guten Stat drauf bekommen. Wenn das der Fall ist, danach können wir ihn weiter upgraden. Ja? Dafür sind diese Runen da. Das hier macht Rerolls all Implicits on an Item. Implicits sind quasi einfach hier auf der Chest als Beispiel. Der Implicit auf dieser Chest wäre die plus 31 Armor und die 10% Increased Car Speed. Die haben auch eine Range zu rollen. Hier auf dieser Chest ist Armor immer 31, aber der Car Speed kann unterschiedlich rollen. Das heißt zwischen 3 und 13% in dem Fall. Wenn wir diese Rune benutzen, dann wird das quasi diese Value ändern. Das heißt immer die Stats, die über diesen Prefixen und Suffixen sind. Also die Base Stats auf der Chest. Und dann haben wir noch zwei Runen, die habe ich jetzt leider nicht. Aber ich weiß, was sie machen. Die eine Rune hier, die nächste wäre Rune of Ascendancy, irgendwie sowas. Ich weiß zu 100% jetzt nicht den Namen, ist aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, was das macht, ist, es macht euer Item in ein Legendary oder Set-Item. In dem Fall wäre es zum Beispiel, wir haben hier ein Two-Handed Staff, das heißt, wir würden irgendein Legendary Two-Handed Staff bekommen. Es gibt Items, die können nur von Bossen drum, etc., die sind aus diesem Pool raus. Aber alle anderen Items, wo ihr random quasi überall finden könntet, könnt ihr hier über diese Methode bekommen. Ich brauche zum Beispiel einen Zweihandstab, der meinen Wraith Damage erhöht. Das ist ein Random Drop. In dem Fall würde ich halt immer zwei Handstäbe diese Rune drauf tun, um somit halt die Chance zu haben, mein Legendary zu kriegen. Hatte ich bis letzt leider noch kein Glück, deswegen habe ich hier auch keine Runen mehr. Aber generell, Zweihandstab gibt immer Zweihandstäbe, Brüste geben immer Brüste, Köpfe, Köpfe und so weiter und so fort, nichts Kompliziertes. Und dann haben wir hier diese letzte Rune, die heißt Rune of Creation. Müsste 99,9% heißt sie so. Auf jeden Fall, was diese macht, die macht eine exakte Kopie deines Items. Es macht das Forging Potential von dem Original runter und auch von der Kopie. Das heißt, ihr könnt die nicht mehr weiter craften. Allerdings habt ihr danach zweimal das Item. Wofür sind diese Sachen gut? Sind gut für Ringe. Ja, wenn ihr jetzt den besten Ring in der Welt craftet und ihr habt noch
ein Forging Potential über oder so, oder noch so ein bisschen, dann könnt ihr diese Rune verwenden und ihn kopieren. Dann habt ihr zweimal den besten Ring der Welt. Ganz nett auf jeden Fall. Und was anderes, wo ihr das auch verwenden könnt, ist für Exotic Items. Exotic Items werden dazu benutzt, um Legendaries zu upgraden, die Legendary Potential haben. Das wäre aber jetzt nicht mehr für dieses Video. Ich will hier nicht viel zu lange über das Crafting reden, ne? Sonst geht das Video auf einmal 30, 40 Minuten lang. Das ist ein anderes Video. Verhaltet euch aber, dafür sind diese Runen auch gut. Und die sind sehr, sehr selten, ja. Wenn ihr die bekommt und nicht genau wisst, was ihr machen wollt, macht erstmal noch nichts. Und morgen oder übermorgen mache ich auf jeden Fall ein Video für diese Legendary Potential, also wie man quasi eure Legendaries noch weiter upgraden kann. Und da kommen diese Runen dann auch wieder zum Einsatz, und zwar für diese Exotic Items, ja. Was zum Beispiel auch noch gut ist für Exotic Items, um euch gleich ein bisschen Bonus-Content zu geben, ja. Wie gesagt, das hat jetzt nichts mehr mit der Rune zu tun. Aber generell, was viele Leute auch nicht wissen, ja. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Increase Volatile Zombie Movement Speed und Increase Volatile Zombie Damage. Die Sache ist, wie diese Exotic Items funktionieren. Die haben immer einen Roll, der ist T6 und später auch T7, wenn ihr höheren Content macht. Wie gesagt, die sind höher. Und was ihr quasi, also was das quasi bedeutet ist, dieser Roll ist höher wie alles, was wir in dem Game bekommen können, ja. Das heißt, andere Rolls könnt ihr ja immer nur bis T5 upgraden. Und hier ist es T6 und später halt eben T7. Und wenn das natürlich dann auch noch euer bester Mod ist, den ihr auf der Chest haben könnt, zum Beispiel in dem Fall, wenn ihr Volatile Zombie spielt, ist das das Beste, dann ist das sehr, sehr gut, weil es ja auch gleichzeitig einfach noch höher ist als wie das normale. Und was man jetzt hier machen könnte, leider kann ich euch das nicht zeigen, weil ich keine Charts hiervon habe. Void Resis auf der Chest ist halt ultra gut, deswegen zeige ich euch das jetzt nicht damit. Armor ist auch gut. Hätten wir jetzt Shards für Damage to Minions, Reflected to Attackers, könnten wir hier, ich glaube diese Rune war das. Moment ganz kurz, Upgrade FX to a different one, that can, ja genau. So, wir haben ja natürlich 4 Stats hier auf dieser Chest, ne? Was wir hier jetzt machen würden ist, wir nehmen diese Glyph of Chaos. Und das hier ist ein Stat, den wir brauchen wir gar nicht. Wenn wir Volatile Zombies spielen, unsere Zombies explodieren, wir brauchen nicht die Möglichkeit, dass die Damage reflekten, weil die sterben eh, bevor die Monster sie generell anhauen. Also dieser Mod ist sinnlos für uns. Das heißt, wir würden diese Glyphe nehmen und den Mod craften, dann kriegen wir ja T4 irgendeinen Random Mod. Und wir würden aufhören, sobald wir einen zweiten Mod haben, den wir brauchen. Das kann man bis T5 machen. Wir können natürlich unlucky sein und keinen Mod hinten, der gebrauchbar ist. Allerdings, sobald wir was bekommen, dann werden wir diesen Mod auf jeden Fall behalten. Und danach würde ich dann Void Resis und Armor weiter erhöhen. So würde ich halt meine Exotics craften, die wirklich sehr, sehr gute Rolls haben. Ja. Dafür sind diese Runen halt eben auch sehr, sehr gut. Aber ja, das war es erstmal mit dem Crafting Guide. Wie gesagt, es ist noch alles ziemlich basic. Man kann bestimmt bessere Sachen noch craften, ja. Beziehungsweise das Crafting funktioniert ja immer gleich. Aber es gibt bestimmt irgendwelche Tipps und Tricks noch, die ich jetzt persönlich auch noch nicht weiß. Aber ich habe sehr kompetente Leute bei mir im Stream, die das Spiel schon länger spielen. Und sobald ich da mehr Infos habe, sobald ich irgendwie lerne, wie wir irgendwas besser craften können, effizienter craften können, dann werde ich euch das sagen. Aber generell, was ich noch vergessen habe, so Runen wie das hier, immer benutzen, wenn ihr eure Main-Stats habt oder so. Die sind meistens seltener, diese plus 1 zu Level of bla bla bla. Ja, immer die benutzen, die ganzen Shards kriegen, damit ihr wirklich craften könnt. Und ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hilft euch. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein!